Diese Aufnahmen wurden uns anonym zugespielt. Der Wegrenner distanziert sich ausdrücklich von den Machenschaften des extrem sexy Phantoms. Ja, richtig geil. Schalömchen, Freunde des Gute Games. Ich sage jetzt den Satz, den Millionen Frauen schon zu mir gesagt haben. Mensch, ich sage immer, ist der groß. Ist sehr groß, mein lieber Scholli. Ja, in diesem Fall meine ich natürlich da vorne den Turm. Ist nicht sehr breit im Quadrat, aber hoch ist er. Verdammt lang, ein großer Turm, ja. Bei mir ist das natürlich kein Turm, der mit lobenden Worten bedacht wird. Nein, das ist natürlich, ich sag mal, so eine Etage tiefer. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Etage tiefer, ja. Sehr, sehr große Füße habe ich. Ja, kleinen Penis, aber große Füße. Und natürlich gibt es dann lobende Worte von Milliarden, Trillionen, Millionen Trikoter-Frauen, ne? Wegen meines langen Fußes. Was ist hier denn, Party? Partymusik, wir sind hier richtig, hier wird sich was ergeben. So, mach auf die Tür, Freundchen. Zombie, komm, mach auf, nach rein, rein, zu, meine Güte. Ja, bestens, Freunde. Da haben wir ja schon gemeinsam die erste Gefahr gemeistert, würde ich mal sagen. Ne, haben wir richtig geschickt, zack, reingefluscht ins Haus, Tür zu, Zombie draußen gelassen. Nicht schlecht, das schweißt uns natürlich auch zusammen, wenn wir solche Gefahren gemeinsam bestehen. Ne, ja, das macht uns zu Brüdern und Schwestern. Ne, Gott sei Dank bin ich ein sexy Phantom. Ich kann auch deine Schwester sein, ne, das ist gar kein Problem. Ne, sieh mich nur an mit meinem kleinen karierten Kleidchen. Ja, das sagt auch ein bisschen über meine Gesinnung aus. So, wie bin ich eigentlich so als Typ? Viele fragen, sexy Phantom, was bist denn du für einer? Ja, kleinkariert bin ich. Siehst du doch an meinem schönen grün-weiß-karierten Kleid. Was ist das denn? Ich hab doch zugemacht. Noch ein Schwein. Ja, knie nieder vor deinem Gott. Was ist das denn? Ist da einer reingekommen? Oder sind die durchgebuchst? Geflatscht, geboxt, gebüxt, gebaxt? Sind da Bugs? Nee, die sind nicht durchgebackt. 0.6 hier, Alter, da backt doch nichts mehr durch. Da ist doch alles hier fix, außer das meiste. Und viele neue Bugs dazugekommen. Also insgesamt, bugtechnisch sind wir immer noch ganz oben auf. Da kann man gut mitarbeiten. Ich warte jetzt mal kurz ab. Warum ist da Aggro unten? Ist denn, da muss doch ein Spieler sein, ist doch richtig Aggro. Oder wegen mir? No, oh Gott, da erkennst du die Zombies aber auch nicht mehr, du. Das könnte ein Spieler sein im ersten Moment. Ja gut, vielleicht fußkrank, so wie er humpelt oder so. Mag ja sein. Es gibt doch auch fußkranke Spieler. Hallo, ne? Nee, war ein Zombie. Mein lieber Herr Scholli, wir müssen mal so sehen. Das waren auch alles mal Spieler wahrscheinlich, die vielleicht vom Zombie erwischt wurden. Wo sollen denn die Zombies herkommen? Das müssen ja Spieler gewesen sein. Denk doch mal ein bisschen mit. Dann meinst du, die wurden hier geboren als Zombies? Zombie-Papa, Zombie-Mama machen zusammen Igitt-Igitt. Ich mag es mir gar nicht vorstellen. Dann bringst du es auch noch zur Welt. Da kommt die Zombie-Hebamme, die Schmierige. Und holt dann Weich daraus. Nee, da will ich, da habe ich jetzt Bilder im Kopf, die mich schon ein bisschen erregen. Und das darf nicht sein. Das lenkt mich nur hier von meiner Arbeit ab, die dringend getan werden muss. Ich muss Chernarus säubern von alles. Von alles, ne? Von alles säubern. Ja, wie wir sagen, wenn wir gut in Deutsch drin sind. Nee, ich muss Chernarus von alles säubern. Und das werde ich auch machen. Das ist meine Aufgabe, deswegen bin ich auch perfekt equipped. Mit meiner doppelläufigen Flinte und in der Hand habe ich auch ein Gewehr. Das passt also auch wieder super zu mir. Kommt dann gleich. Oh Gott. Nur zwei Schuss gebraucht. Ich werde immer besser. Jetzt habe ich ein Problem. Hau. Oh nein, nicht hinlegen. Waffe wechseln. Schieß. No. Nein, aua. Aua, alle hauen mich. Natürlich mache ich das extra. Das wisst ihr ganz genau. Ihr wisst genau, dass ich das extra gemacht habe. Um die Spannung hochzuhalten. Ist doch klar. Wenn ich jeden Zombie gleich zack, hätte hier, hätte da, hätte hier, hätte da, zack, fallen alle um. Langweilig. Ich mach spannend. Ich schieß mal daneben. Lass mich auch mal hitten, weil es ist auch irgendwie so ganz geil. Komm, neuer, ja, komm. Wie viel Muni muss ich... Oh Gott, wie viel Muni muss ich denn verschwenden? Ich habe jetzt auch nicht unendlich, ne? Muss ich dann etwa zu meinen Spezialwaffen greifen? Zu meinen Kampftechniken? Ha? Ist das jetzt hier Chamber? Komm rein, Mann, du! Wieso brauche ich zwei 9mm Schuss? Das kann Petru, sag ich mal, als alter Brite, ne? Als alter Großbrite. Ich bin nämlich aus Großbriten. Ja, das ist bei England. Ne, ist ein Land bei England. Na, kommst du nicht rein, hässliche?
Ja, schön Barrikaden gebaut, ich komme nie wieder raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. Das kann's nicht sein, Freunde. Hey, Steps? Tür, ich höre Tür, ich höre Tür. Oder wie wir auch sagen, ich höre eine Tür, die geöffnet wird. Ich höre Tür. Ich gehe Schulhof. Ja, da kommt aber keiner durch, ne? Das sind meine Barrikaden, Luis, und meine Türsteherinnen und Türsteher. Die werden jedem, der da reinkommt, aber mal ordentlich auf die Fresse geben, ne? Ich habe dir angewiesen, keinen durchzulassen, ne? Das ist meine Crew hier. Eine schöne Choreo, was die da machen. Okay, Zombie schlägt auf irgendeinen Spieler. Jetzt gibt es einen ersten Schoffdoven. Obwohl, ich hatte hier schon, guck, zählt man die Leichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Schoffdovens hatte ich schon. 7 Schoffdovens! Oh, da war ein Spieler. Da ist der Spieler durchgebracht, geflutscht. Hau bloß ab. Ja, das ist ein Spieler, aber eindeutig. Was will der denn hier? Ich will allein sein. Ich brauche deine Liebe nicht. Ich bin ein einsamer Rächer. Ich bin ein Superheld. Ich verliebe mich unglücklich und muss einsam weiterziehen. Das ist meine Bestimmung. Mann. Meint ihr jetzt uns? Hello? Ja, komm nur rein. Aber die Zombies müssen ja aggro gehen, wenn da jetzt einer steht. Unten wird geprügelt. Ja, wenn du da aussiehst, hallo, my friend, dann ist auch klar, dass da meine Knüppelgarde kommt. Und dir mal ordentlich auf die 12 gibt. Niemand sagt in Tschernarus, hello, my friend, ungestraft zu mir. Das ist eine Frechheit, das ist eine Provokation natürlich. Was, Friendly? Ja, erzähl das mal dem Zombie. Inferno ist keiner Friendly. Friendly, Friendly am Arsch, Alter. Wie sagte mein alter Kollege Gernot, Freundlichkeit ist Hass. Ne? Kennt ihr, ne? Gernot? Na, einige werden Gernot kennen, der mit dem Arm. Freundlichkeit ist Hass. So. Den haben die sauber von mir zurückgekriegt. Sind wir durch und durch geladen? Nicht nur meine Waffen, auch ich persönlich. Ich als sexy Phantom bin jetzt durchaus geladen. Was ist das denn hier für eine Massaker-Scheiße? Wie viel Munition habe ich hier verschwendet? Ich will Menschen töten. Ich will nicht schon Tote töten. Die sind doch schon tot. Ja, doppelt gemoppelt. Nicht mit mir, Freunde. Das sehe ich gar nicht ein. Bin ich hier die Müllabfuhr? Wir sind die... Oh, was ist das denn? Wo kommst du denn weg? Was macht der denn da? Haben sie... durch die Wand geschoben? Was ist das denn? Das war kein Zombie, das war Mützenman. Mein ewiger Endgegner, ne? Ewiger Endgegner, finde ich ein bisschen komisch. Mein Erzfeind, Mützenman. Aber ich habe ihn zur Strecke gebracht. Das war gar nicht so schwer, Mützenman. Ich habe ihn einfach auf die Mütze geschossen. Das war das Geheimnis. Ich habe alles versucht. Ich habe Bomben geschmissen, Granaten, ich habe Maschinengewehre, Panzer, alles eingesetzt. Jetzt habe ich aber das Zentrum seiner Macht gebrochen. Man musste nur die Mütze treffen. Na logisch, Mützenman. Trifft Mützenman in die Mütze. Rechts von mir wird auch krakeelt, als gäbe es kein Morgen mehr. Ist nicht so schön. Ich muss mich jetzt erstmal um meinen Haushalt kümmern. Freunde, der tut sich nicht von alleine. Ne? Der Haushalt macht sich nicht von alleine. Ist ein sehr kleiner Haushalt, ist nur mein Rucksack. Aber da muss ich für Ordnung sorgen. Es muss nachgeladen werden. Es muss genäht und gepatcht werden. Und geputzt und gepatscht. Ja, Pitschi, Patschi, Putschi, wie wir bei uns immer sagen, in der Superhelden-Szene drin. Hast du denn heute schon gepitschi, Patschi, Putschi? Sag ich, nee, können wir das nicht zusammen machen? Du hast doch so zarte, weiche Hände. Und ja, und dann ergibt sich schon das ein oder andere. Nennen wir es mal Techtelmechtel unter Superheldenfreunden. Warum denn auch nicht? Auch wir brauchen Zärtlichkeit, ne? Dann macht man schon mal zusammen den Haushalt, ne? Ja, warum auch nicht? Aber wir nutzen nicht mehr den Apfelback. Wir nehmen jetzt ganz normal wieder Gleitcreme. Ja, hä? Ja, fragen Sie, was war der denn jetzt damit? Das geht euch nichts... Na, komm, das geht euch nichts an, Freunde. Das ist mein sexy Apfelback-Geheimnis. Ne? Der Gag. War ein guter Gag. Ich fand, das war ein guter Gag. Ich auch erfunden, ne? Ein sexy Apfelback-Gleitcreme-Gag. Ich bin aber auch ein kleines Früchtchen, ne? So, jetzt müssen wir uns konzentrieren. Wir sind noch lange nicht raus aus dem Spiel. Das ist hier noch lange nicht safe und gecleant, Freunde. Ne? Noch lange nicht. Was ein Massaker hier. Ich komme hier in 10 Jahren nicht raus. Leck mich doch an die Füße, ey. Leck mich am Mokka. Ich komme nicht raus. Was soll ich machen? Ja, RCS, weiß ich nicht. Ist das ein Mann? Ist eine Frau, ne? Mit dem blauen Anzug. Betet nach wie vor mich an. Jetzt lass erst mal gucken, ob Bambi eigentlich in der Waffe
Dann hätte ich auch eine Pistole gehabt. Ob da Munition drin ist, komme ich näher ran. Hallo. Ich suche die Nähe zu einem Menschen. Zur Not auch zu einem ehemaligen. So. Jetzt muss ich die in die Hand nehmen, oder was? Inventar reicht auch, ne? Empty reicht. Ja, Pongo! Pongo, ne, Bingo. Siehste, 9 Schuss. Ne, hab ich mir wieder was rangeholt. Perfekt gemacht. Er war also friendly und total bewaffnet. Eieieiei, das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Aber mein Spinnensinn sagte mir, Renny, pass auf, Mützenman ist in der Nähe. Er hat sich zwar getarnt, als Bambi, doof hier, jetzt hat er natürlich die Mütze aufgelassen, ne? Hallo, ich bin nicht Mützenman, ich hab nur eine Mütze auf, oder was? Ja, Blödsinn! Ne? Das ist wie, ich bin nicht Superman, hab aber mein Cape noch um, weißt du? Mein Cape. Das hat nichts mit Cape Canaveral zu tun. Zombie-Aggro nach rechts! Ich glaube, no, nach geradeaus! Zombie-Aggro, ich glaube, to everywhere, ne? In jede Direction geht hier Zombie-Aggro. Da haben sie Beef gehabt. Da will einer einen töten, aber er hat den anderen getötet. Oh mein Gott. Kann dieses ewige Töten und Mord nicht aufhören? Ich sage nein. Ich bin dagegen und habe ja nichts zu tun. Ne? Das ist mein Job, Freunde. Ich tue es nicht gern, habe aber unheimlich viel Spaß dabei, Menschen umzubringen. In Generals natürlich, im Real Life. Tut mir das immer sehr weh, wenn ich welche axten muss zum Beispiel. Ne? Das tut mir immer sehr weh. Gestern hatte ich erst so einen Fall. Hat mir richtig leid getan, ne? Was ist das für eine Sprache? Da werden ganz viele sagen, ganz klar, das sind Russen, das sage ich richtig. Russen aus Tschechien oder aus Polen. Alter Schwede, was wird denn hier geschossen? Das ist aber kein Musikinstrument. Das ist kein Musikinstrument, das ist eine Knarre. Vielleicht ist es auch ein Spinett. Das hält immer so seltsam nach. Ich bin verwirrt, Freunde. Wo labern die denn? Im Turm? Oh, Lustwurm! Krieche nur vor mir, in den Staub mit dir! Du kleiner Wurm, aber ich werde dich trotzdem erschießen. Ich schieße grundsätzlich gerne auf Würmer. Ich muss nur aufpassen, dass ich von oben nicht geholt werde. Da habe ich ein bisschen Angst, so. Da weißt du auch nicht, wo sie da hocken hinter den Fenstern und am Snippen sind. Und auf Superhelden schießen ist ja wohl No-Go. Ne? Sollte für euch ein No-Go sein. Jetzt muss ich mal gucken. Wo ist denn Lustwurm, Kriech, Made? Komm. Machen wir jetzt Säge mit Köpfen. Da kriegt er. Ja, ach, das ist eine Leiche. Nee, Freundchen. Mörder! Du hast ihn bestimmt erschossen. Und jetzt bist du doffen. Ich habe wieder mal jemanden gerecht. Und ich weiß nicht, seine eigene Leiche. Das wäre ein bisschen peinlich. Weiß ja keiner. Nein, er hat ihn getötet und wollte ihn looten, aber nicht mit mir. Er hat ihn erlegt. Aus dem Turm des Grauens hat er ihn mit einem Headshot zur Strecke gebracht und wollte ihn dann looten, aber ich habe ihn gerecht. Das ist jetzt meine Version der Geschichte, ne? Bin übrigens auch begeisterter Bildzeitungsleser, ja? Die Wahrheit ist mir wichtig. Die Wahrheit ist mir wichtig. Da rennt noch einer rein. YOLO, komm, alle mal rein zum Sterben. Das ist ja furchtbar. Was ist nur aus diesem Land geworden? Warum rennen alle in den Turm? Kommt doch hier rein. Ich will was zu tun haben. Ich will töten. Aber auf mich hört keiner. Da kannst du denen das vorbeten. Gewürzmühlenartig. Meinst du, da kommt was zurück? Ne. Die antworten dir nur mit Pulver und Blei. Das ist hier die Sprache, die hier gesprochen wird in Tschernerus. Das ist international. Das versteht jeder. Ne. Ich zum Beispiel, wenn ich sage friendly und der schießt auf mich, weiß ich, das heißt, nö, nicht friendly, go away, bitch, oder ich mach dich kaputt. Ne? Das versteht man dann natürlich. Hier wird eben mit Pulver und Blei gesprochen. Eine Sprache, die auch du verstehen wirst, die du verstehen musst, wenn du hier überleben willst, in Tschernarusland, ne, mit Doppel-U, Tschernarus, nein, mit einem U. Bin doch nicht Georg Doppel-U Busch, ne? Kennt ihr den noch? Georg Doppel-U Busch? Das war dieser Schimpanse, der Präsident war von Amerika. Das war der erste Schimpanse, der Präsident von Amerika wurde, ne? Danach ein erster Nicht-Weißer, wie man ja immer so schön sagt. Jetzt kommt vielleicht nochmal die erste Frau oder
Jetzt hätte ich fast gesagt, oder kommt mit Donald Trump der erste Spinner, aber nee, da waren leider schon einige so, ne? Naja, ist egal. Wir wollen hier nicht abschweifen in Politik. Ich würde euch meine Meinung, die einzig wahre und richtige ist, aufzwingen. Denkt mal drüber nach, macht euch Gedanken. Und wenn ihr anderer Meinung seid als ich, seid ihr so gut wie tot. So einfach läuft das bei mir, ne? Ne? Ich bin gegen Diktatur, ich bin gegen Gewalt, und wer es nicht kapiert, wird erschossen. So einfach ist das, ne? Pazifismus ist mir wichtig! Also Fresse halt, sonst gibt's aufs Maul. Oh, das ist ein Zombie. Ja, ein Spieler wird nicht über den Zaun springen. Warum sollte der da über den Zaun springen? Ja gut. Wir müssen mal gucken, was hier draußen los ist. Die Groupies, wie die hier über die Zäune springen. Über meine doppelt gesicherte Mauer, ne? Über den Stacheldraht, der ja mit Strom geladen ist. Die springen einfach rüber. Die springen einfach rüber. Das ist denen scheißegal. Um dem Phantom oder dem, sagen wir mal, dem Wegrenner nah zu sein. Riskieren die alles, ne? Die Selbstschussanlagen, nix hält die ab. Nix hält die ab, ne? Da gehen die über Leichen, ja. Sie liegen ja genug da, ne? Die zu mir wollten. Die mich spüren wollten. Mich einmal berühren wollten. Und vielleicht auch ein Kind von mir, muss man sagen, hab ich gesagt, Mensch, Alter, du hast einen Penis, Freundchen. Da musst du dich, ich bin auch ein Mann, dann muss ich Ohr barrieren lassen. Hat er dann auch gemacht, das war ganz schön. So, wir müssen uns irgendwas überlegen. Gehen wir einfach mal raus. Oder wir gucken zumindest mal aus der Tür. Wir luken mal ganz frech um die Ecke. Mal sehen, vielleicht gibt es ja eine Reaktion, wenn die Tür auf ist. Oh, Trainingsjacken-Man. Von dir habe ich noch gar keine Angst. Ist die Stadt nur voll mit Superhelden, Mützen-Man, Trainingsjacken-Man, Idioten-Man. Ne, ist auch am Start. Obwohl, Wengert ist gar nicht in der Stadt. Ja, Grüße an Wengert. War doch nur Spaß. Wengi, war doch nur Spaß. Du bist natürlich nicht Idioten-Man, du bist Kack-Man. Nein, Autospaß. Irgendeiner muss aber die Rolle jetzt leider bekleiden, ne? Die Rolle des Kack-Man und des Idioten-Man. Wen haben wir denn da noch? Ah, es gibt so viele, die mir da spontan einfallen, aber ich will... Huch, ja, jetzt kommst du an, Zombie. Jetzt kommst du an. Ich hab doch hier alles schon erledigt. Ich wollte alles so machen und dann kommst du einfach an. Komm, wir boxen den. Komm, jetzt guck mal. Zack, auf die Fresse. So richtig schön in die Hackfresse Matsche gemacht. Ja, der ging der down. Hab ich gut gemacht. So, lass uns mal gucken. Blöder Zombie, gib mir nicht auf den Sack, ey. Es dürfte ja bald keine mehr geben. Er hat so viele abgeschlachtet. Oh, nein. Er will seine Leiche looten. Oh nein. Du bist down. Meine Güte, wann werdet ihr jemals begreifen, ihr Menschen? Wann werdet ihr es begreifen? Ich bin das sexy Phantom und ihr werdet sterben, wenn ihr in meiner Nähe seid. Seid doch nicht dumm. So, los geht's. Posi-Wechsel. Wir müssen endlich wissen, wer da immer links von mir, beziehungsweise rechts von mir, je nachdem, wohin ich gucke. Meine Güte, was weiß ich. Südöstlich, wenn man so sich nach Norden dreht, südöstlich vom Norden. Ja, leicht gen Westen. Ja, westöstlich von mir waren ja immer Schüsse. Ne, westöstlich, sagen wir mal westöstlich, das ist am besten. Und da müssen wir natürlich gucken. Das könnte aus diesem Haus gekommen sein, ne? Soll jetzt mal total doof sein und sagen, wer weiß, wer in diesem Haus schon gekommen ist. Nein, den bringe ich nicht, der ist zu flach. Obwohl, für euch, ihr seid ja jung und dumm, wäre das natürlich ein perfekter Gag. Ihr müsst jetzt durchsuchen, bitte, ich habe Angst hier, ich kann nicht so gut, die schießen durch die Tür, bitte. Das kann doch, aber Protector Case ist ohne Ende hier, oder was? Da ist schon wieder ein Protector-Zase. Protector-Zase! Aber ich brauche es nicht. Was machst du da? Bist du doof? Das habe ich doch gar nicht gemacht. Ja gut, ich habe auf 1 gedrückt und dann auf 2. Aber deswegen muss er doch nicht reagieren. Der reagiert doch sonst auch nicht. Kann sich auch nichts verlassen in diesem Spiel. Keine Sau hier. Wo sind denn die Schütze? Das klang für mich eben... Weiß ich nicht, eine M4 oder was das war. Das klang für mich, als wäre der direkt neben mir. Im Haus neben mir. Und was ist da? Da kannst du gar nicht rein in das Haus. Sind da wohl Bugs-User? Sind die in den Bugs drin? Saß einer im Bugs? Ich weiß es nicht, ne? Hauptsache saß nicht im Bugs Bunny, das arme Tier. Außerdem ist es verboten in Deutschland mit Tieren rumzubugsen. Bugsy. Verdammt nochmal. Nächste Tür, nächstes Glück. Dominika steht an der Tür, mit Kreide geschrieben, ne? Achtet mal drauf, wenn ihr hier reingeht, ne? Weiß nicht, ob hier eine Posti wohnt. Noch ein Protektor Zase. Puh, das ist immer... Ja, das macht mich nervig. Immer ein bisschen fertig, muss ich zugeben. Dieses Treppenhoch und Third Person, First Person, Fifth Person teilweise. Gucke ich ja auch, ne? Gibt Leute, die cheaten, die haben sogar Tenth Person, ne? Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Da könnt ihr natürlich alles sehen, ne? Steps, scheiße, es kommt einer hinter mir her. Wie unangenehm. Bleib sehr.
Was hätte ich von dir erwartet? Es hat eine Überraschung für dich vorbereitet. Du Früchtchen! What the fuck? Oh Mann! War das ein Cheater oder was? Teleportiert er sich? Aber ich glaube, ich habe ihn erwischt. Wir müssen nochmal hin. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Du Weniger steht an der Tür. Guck mal, gerade geschrieben. Müssen wir drauf achten, ne? Wohnt hier etwa eine Prosti? Guck mal, noch ein Protektor zur Hase. Ah, das hatten wir alle schon. Jetzt müssen wir gucken. Gucken! Das ist meine Leiche. Nee, da ist meine Leiche. So! Und das... Das ist doch der Gegner! Ey, war das ein Cheat? Weißt du, der kommt zack, zack, zack und plötzlich leck oder was und er kommt nach oben und er schießt mich. Da hat er sich aber ganz schön geärgert. Nicht mit dem sexy Phantom. Du kannst mich nicht einfach hier erschießen. Dann wirst du auch sterben. Jetzt liegt er da und heult bestimmt, ne? Das war der doch. Wir müssen uns jetzt die Sachen wiederholen. Ich muss wieder zum sexy Phantom werden. Das ist mir ganz wichtig. Ne? Ich muss die Rolle weiter bekleiden mit einem Kleid. Und dann werde ich mich bekleiden, um die Rolle zu bekleiden, ne? Diese Bekleidungssachen immer alles ruiniert. Was ein Wichser. Oh, ein Spieler. Ich renne mal hinterher und töte ihn. Der ist ja genau wie ich. Aber ich meine, der Spieler, das war auch so einer, ne? Mit so einer Hose. Und er war dunkelhäutig. Was ist der? Habe ich einen Cheater erwischt? Hat das sexy Phantom vielleicht einen Cheater erwischt? Teleport-Cheater oder was? Ein Lag. Komm, geh mal vom Cheat aus, bitte. Ja, das ist viel schöner für mich. Dann könnt ihr mich loben sagen. Toll, das hast du mit dem Cheater gemacht. Klammer auf, das war leider nur ein Lag, du Blödmann. Aber das in den Klammern, das ignoriere ich. Wir gucken uns die Analyse nochmal an, ob der das überhaupt war. So, Freunde. Zeitlupe. Ja. Hose, Hautfarbe, passt. Turnschuhe in blau. Er kommt hoch. Schießt. Ich schieße. Gehe ich down, geht... Ja, er ist es. Er blutet und geht auch down. Nice gemacht. Danke fürs Zuschauen.